Kaffee, das Lieblingsgetränk der Deutschen. Vor allem im Büroalltag ist das schwarze Heißgetränk äußerst beliebt. Pro Kopf trinkt jeder Deutsche etwa 160 Liter pro Jahr, noch vor Wasser oder Bier. Und laut dem Deutschen Kaffeeverband ist der gute alte Filterkaffee dabei immer noch die beliebteste Zubereitungsart, neben der French Press, der Siebträgermaschine oder dem Kaffeevollautomaten. Das Wort Kaffee leitet sich dabei aus dem Arabischen ab und bedeutet so viel wie Lebenskraft oder Stärke. Heute gibt es zahlreiche Hersteller von Kaffee. Von industriell gefertigter Produktion bis hin zum lokalen Kaffeeröster. So einer ist nämlich Andreas Berndt von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Er erklärte uns einige Unterschiede zur Massenproduktion. Also es beginnt in der Rohstoffauswahl, geht dann weiter bei der Röstung. Also wir rösten nicht industriell, das heißt bei sehr hohen Temperaturen, bei bis zu 600-800 Grad innerhalb von 2 Minuten und der Kaffee ist fertig, sondern wir rösten je nach Wetterlage und dem jeweiligen Rohkaffee zwischen 19 und 24 Minuten. Also sehr, sehr niedertemperaturig und sehr lange. Das hat einen Grund, weil immer wenn ich etwas grille, backe, brate oder röste, entsteht in dem Moment, wo sich Zucker und Eiweiß umwandelt in Röststoff. Also dann, wenn es anfängt, braun zu werden, also beim Pommes, bei Keksen, auch beim Kaffee. In dem Moment entsteht auch Acrylamid beim Kaffee auf relativ niedrigem Niveau, aber es beginnt zu entstehen. Steigt jetzt die Bohnentemperatur an, bleibt die Entstehung von Acrylamid immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau, bis die Bohne etwa 190 Grad erreicht. Wenn die Bohne heißer wird als 190 Grad, explodiert die Acrylamidentstehung. Also es wird ein Vielfaches von der. Also bleiben wir immer unter 190 Grad Bohnentemperatur, sodass wir sicherstellen, dass wir nur ein absolutes Minimum an diesem Acrylamid haben. Deshalb werden die Richtwerte für Acrylamid ständig überprüft, um den Anteil im Kaffee möglichst niedrig zu halten. Denn dieser steigt durch kurzes und heißes Rösten, wie es in Industrieröstereien passiert, aus Kostengründen. Dennoch halten sich die großen Hersteller an die EU-Vorgaben. Niemand muss also Angst haben, dass ein paar Tassen Kaffee pro Tag gesundheitsschädlich sind. Ganz im Gegenteil, 3 bis 5 Tassen pro Tag sind laut wissenschaftlicher Studien sogar gesundheitsfördernd. Und die Qualität? Woran erkennt man einen guten Kaffee? Der Profi hat einen Tipp für uns. Lassen Sie einfach einen Rest von Ihrem Kaffee in der Tasse kalt werden. Und wenn er kalt immer noch schmeckt, dann sagen Sie, lecker. Und Sie nicht Gänsehaut kriegen und nicht der schmeckt nicht nach Maggi, sondern der ist immer noch so, dass Sie sagen, ist lecker. Dann haben Sie ein ordentliches Produkt bekommen. Begonnen hat alles im Jahr 2012. In diesem Jahr hat der gelernte Chemielehrer die Hannoversche Kaffeemanufaktur in Linden-Limmer gegründet. 30 Mitarbeiter in 3 Geschäften. Der Familienbetrieb ist in der Region bekannt. Angeboten werden ausgewählte und selbst geröstete Kaffeespezialitäten. Kleinere Mengen, dafür aber in hoher Qualität. Das ist das Ziel. Und dieses reicht auch über Deutschlands Grenzen hinaus. In der Hannoverschen Straße in Changde im Osten von China betreibt einer seiner Söhne eine weitere Filiale. Kaffee verbindet eben. Doch wie viel davon trinkt nun der erfahrene Röstmeister selbst pro Tag? Also 20 trinke ich immer. Also morgens geht es dann schon los zu Hause, da trinke ich 3 bis 4 und dann mache ich es hier in der Rösterei auch noch beruflich. Und so im Laufe des Tages komme ich dann schon auf meine 20 Tassen. Fazit: Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Und wer auf Qualität und vor allem Gesundheit setzen will, der sollte in Zukunft bei der Kaffeeauswahl nicht nur auf den Preis achten. Denn Deutschlands Genussmittel Nummer 1 sollte mehr sein als ein hippes Lifestyle-Getränk.